Abschnitt Nummer 2. Teufelsturm. Oder ja, wir sind noch nicht da. Also, im Teufelsturm sind wir schon, aber wir sind noch nicht im Abschnitt Nummer 2. Alles klar, da geht's geradeaus. Aber bevor wir da hingehen, zeige ich euch ein kleines Secret, was wirklich nicht viele kennen. Und zwar muss ich jetzt selber gucken, wo das ist. Das ist hier. Eine Feenquelle. Und hier sind auch noch Dekus, die verkaufen einem Zeug. Aber dadurch, dass ich kein Zeug brauche, ist mir das egal. So. Nee, die Stelle kann wirklich nicht viel. Ich muss doch sagen, hier sieht die gar nicht mal so... Ja doch, die Stelle ist heller. Ich dachte, die sieht hier nicht so markant aus. Ich glaube, in der 3DS-Version sieht das aber ein bisschen mehr so aus, als ist da was hinter. So. Dann machen wir mal. Alles klar. Also hier müssen wir natürlich auch aufpassen, weil da sieht zum Beispiel aus wieder wie eine Stelle, wo man... wo man eine Truhe kriegen könnte. Hallo? Tatsache, die ziehen nur ein Viertel ab, beziehungsweise ein halbes. Mit der Musik. Ist hier nichts? Okay. Oh oh. Manchmal muss man die auch zeitgleich besiegen. So. Also es ist jetzt eigentlich nur noch kämpfen. Mit immer lauter werdender Musik, die ihr vielleicht nicht so extrem jetzt hört, aber das kommt noch. Wir kommen jetzt hier. Ja, jetzt kommt's. Die respawnen übrigens. Also. Nee, die respawnen nicht. Meine, die respawnen. Jetzt kannst du gegen Skeletor kämpfen oder wie der nochmal hieß, oder was? Was? Scar oder Exxon oder was? Also wenn, dann wäre ich lieber für Skeletor. Skeletor. Da kommt ja eine neue Serie von He-Man und Skeletor wird gesprochen von McKenna. Der Masterschlüssel. Moment, ist das hier gar nicht so viel? Ich habe das viel größer in Erinnerung. In der 3DS-Version sind die Wände richtig geil. Die sind alle wie so... wie aus... also das glänzt so, so spiegelig ist das. Ich weiß nicht, wie so richtig polierter Stein. Und dann sind da überall so Schriften drauf von den Gerudo. Und die schimmern dann halt, wenn man so vorbeiläuft. Oh, zwei Iron Knuckle. Ah, scheiße. Und das war's. Ich fand das so geil. Die Zeitlinie, die geht ja fort mit Wind Waker. Eigentlich auch. Oder mit Majora's Mask. Und es gibt ja noch die Alternative, wo dann A Link to the Past anknüpft. Und bei A Link to the Past ist das halt so, dass Link im finalen Kampf stirbt. Und ich fand das war so geil. Ich glaube, von Lux der Link war das. Den gucke ich aber nicht gerne mehr. Aber egal, das ist eine andere Sache. Der meinte mal, ja, wie kann das denn sein? Fällt der zum Schluss einfach hier die Treppe runter, weil die ja so lang sind?
nicht so lustig. Ui, nochmal eine lange Treppe. So. Die wird immer lauter und bedrohlicher. Ach, hier. Was? Der Raum wird auch wichtig, denn... das merkt man hier gar nicht, aber hier drüber ist... der Bossraum. Der Boss. Das Ende. Brauch nur Magie und Pfeile. Da haben wir sie. Die 3D-Remakes hatten eine super Grafik, aber leider eine miese Auflösung, was die Grafik nicht so gut zur Geltung brachten. Leider. Deswegen wünsche ich mir immer noch ein Remake auf den 3DS. Oder ein Port, finde ich. Es reicht ja nur ein Port. Mehr reicht ja, ist ja gar nicht. Ein paar kleine Korrekturen. Gibt ja Leute, die machen HD-Remakes davor. Oder Ports davor. Ports. Die geben nochmal HD-Texturen auf bestimmte Sachen und beziehungsweise verbessern noch ein paar Sachen. Es sieht herrlich aus. Es sieht wunderschön aus. Das müsste die lange letzte Treppe sein. Wo Link dann runterfällt und stirbt. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das Langschwert benutzen. Tür. Mal an, wie lang die Treppe ist. Willkommen zurück, Lukas. Du bist genau richtig. Denn wir sind am Ende. Bei dem alten Orgelspielermeister. Ich finde so geil, wie laut die Musik einfach wird, so höher man geht. Und dann geht man da rein. Und dann spielt uns tatsächlich was vor. Ich finde das so cool. Hallo Zelda. Remakes auf der Switch porten wäre super. Das wäre so geil. Aber es sieht ja für dieses Jahr sehr unwahrscheinlich aus. Und ich glaube eher, dass Twilight Princess und so Wind Waker drauf erscheinen. Ich würde mich persönlich eher über Queen of Majora's Mask auf der Switch freuen. Weil Twilight Princess und Wind Waker haben wir auf der Wii U. Ich weiß, du kannst es nicht spielen, aber... Ach so, cool, sie hat uns nochmal aufgefüllt. Ich dachte, die gibt uns nur ihre Kraft. Und halt noch Auflösung hochschauen. Ja, ja. Das ist schon so schlimm, da muss man ja gleich am Ende sein. Ja. Die Fragmente des Zweifels, ich spüre ihre Macht und scheint sich wieder zu vereinigen. Die fehlenden zwei Fragmente, ich warte seit 7 Jahren drauf. Ich bin wirklich überrascht. Ich hätte nicht erwartet, dass gerade ihr zwei sie tragen würde. Ja, wer denn sonst? Wer läuft dir denn sonst immer über den Weg und besiegt all deine Leute? Ich hab das Teil des Mutes und guckt euch mal seinen Umhang an, wie komisch das hinterher rendert. Rendert, kann man das so sagen? Endlich, die drei Fragmente sind wieder vereint. Ui. Diese Symbole der Macht sind nichts für euch zwei, ihr seid dafür nicht geschaffen. Tja, ich allein bin der rechtmäßige Träger des Teufels, übergib mir die Fragmente, ich befehle es. Oh nein. Killt alle. Immer. Was? Ich kann dir nicht helfen. Die Aura des Bösen ist zu mächtig. Tut mir leid, Bass. Okay. Alles gut. Ich weiß, wie man die Musik. Alles gut. Großmeister des Bösen, Ganondorf. So, Ganondstadt. Oh. Ja, der will nicht, dass man in der Mitte ist. Oh, scheiße. Habe ich leider vergessen. Also es ist ungefähr dasselbe wie bei Phantom Ganon. Nur dass ich den komischerweise nicht angesehen kann. Genau, einen Moment. Jetzt ist er in der Luft. Und jetzt schwächen wir nochmal extra. Ach, ich habe aus Versehen A gedrückt. Na, wird es mir schließlich wieder mal schaffen. Würde ich eher das Masterschwert ansetzen. Ist das denn stärker jetzt auch in dem... Ach nee, stimmt, das ist generell stärker, ne? Bei ihm. Boah, das Geräusch. Boah, das ist das laut gewesen. So. Komm. Ich weiß nicht, ob das hier auch ist oder ob das erst gegen... Ja, egal. Also ob das erst später stärker ist. Mit der Flasche geht das ja auch. Aber mit dem Langschwert ist das doch besser mit dem Zurückwerfen, oder nicht? Ja, ich nehme das Langschwert hier. Besser. Hat eine höhere Range.
Können wir mal gucken. Oh. Ja, komischerweise hat das einmal gereicht. Übrigens, wenn man da in den Ecken bleibt, ist alles gut. Der Rest würde zusammenstürzen. Ist das überhaupt RNG? Wie lange das dauert? Das ging jetzt recht flott. Wie hat hier einen Schlag komischerweise gereicht, ne? Okay, es kann sein, dass er jetzt die nächste Waffe auspackt. Weil der hat auch noch einen stärkeren. Mal. Mhm. Ah, das zieht sich, ne? Kann man mal sagen. Ja, okay. Okay. Das wusste ich übrigens auch früher nicht. Dass das geht, wenn er das macht. Ich bin immer ausgewichen. Das ist mir erst gerade wieder in den Kopf gekommen, dass das auch geht. Nicht viel Magie. Das war's. Kotz, 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 kotz. Ich, der Großmeister des Bösen, geschlagen von einem Kind. Das darf nicht fallen. Oh. Er hat nicht gut gegessen. Was? Oh nein, explodiert. Nick bleibt einfach stehen. Okidoki. Und er ist down. Ja, das war's. Das war's. Ich weiß, das haben die ja weggemacht, um das zu entschärfen. Ich habe letztens gehört, dass Nintendo gar keine Beschwerden bekommen hat, sondern die das freiwillig alles entfernt haben, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Also ich war ja nicht zu der Zeit da oder so. Ganondorf, bemitleidenswerte Kreatur. Da ihm der Sinn für Gerechtigkeit fehlte, konnte er die Macht der Götter nicht nutzen. Oh nein. Sieht immer voll dumm aus, wenn er sich so umschaut. Irgendwie schon, ja. Oh nein. Pass hör zu. Der Turm stützt in sich zusammen. Das ist Ganondorfs letzte böse Tat. Die Trümmer sollen uns zerschmettern. Schnell, wir müssen fliehen. Der guckt ihr, was? Grinst ihr dir? Schnell, folge mir. Alles klar. Boah, leck, 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 leck. Boah. Okay. Also wir müssen jetzt... Boah, die Framerate. Was ist denn hier los? Apropos Framerate. Bevor es abstürzt. Übrigens gibt's wie nennt sich das? Bug? Glitch. Glitch, nicht Bug. Dass man genau zu diesem Punkt, wo wir gerade sind, sich hinglitschen kann. Wenn man, und zwar direkt beim Dekobaum.
Hier übrigens nicht runterfallen, sonst muss ich glaube nochmal laufen. Ja, und damit hat sie das ganze Spiel geschenkt. Und das ist halt Teil des schnellsten. Hallo? Des schnellsten Runs von dem Spiel. Ich glaube, der geht 17 Minuten gerade. Also unter 20 Mal. So. Wie ich schon sagte, in den Raum gewesen oder was weiß ich. Wo ist Zelda? Ja, wo ist die? Ach! So doof. Nee. Hä? Hä, was läuft mit dir falsch? Warum bist du nicht weitergelaufen? Die Zeit nervt richtig. Wie ist die da rüber gesprungen? Landen wir überhaupt dann? Aua. Ja, die ist einfach drüber gelaufen anscheinend, wie das aussah. Die können das halt. Das können alle Königsleute. Ich finde das cool, dass man nochmal durch alle Räume läuft, nur halt, dass Zelda hier die Tore öffnet. Da sieht man mal, wie mächtig sie ist. Sie kann Türen öffnen. Boah, die hat mich fast weggeschubst. Die wollte da, du, weil ihr willst so schön zu sein, erschlagen von Sterne. Will die auch nicht. Ich lass dich jetzt erschlagen dafür, dass du mit Ruto da irgendwas gemacht hast. Oh nein. Und die Flammen kann sie nicht wegmachen, ne? Die erscheinen immer wieder. Nein, scheiße. Leck, leck, leck. Okay. Bisschen Wahrheit, die Böse. Tja, auch. Hab Dank, Bass. Schnell, lass uns fliehen. Dank. Oh, Herzchen. Die habe ich auch so notwendig. Oh, doch. Jetzt bin ich wieder voll. Ich glaube, das war die einzige Schwierigkeit, jetzt, die wir hier hatten. Also, ich glaube, wir sind sogar am Ende jetzt, ne? Nee, doch noch nicht. Wir sind noch nicht am Ende. Lauf! Lauf! Du Klotz! So, es sieht so aus, als wäre jetzt nur noch ein Raum und dann vielleicht noch einmal runterlaufen, dann sind wir da. Komm, sei der Schasse. Komm. Genau. Die einfach Haken schlägt. So. Ui! Was ist denn hier für ein geheimer Raum? Oh. Hä? Was das denn? Ich glaube, ihr hattet das gar nicht. Ich hatte gerade voll den Tonaussetzer. Ja, komm. Noch eine Minute. Schaffen wir das? Ich weiß ja nicht. Ah, hier ist ein Weedad. Den habe ich gerade vergessen. Warum ist hier ein Weedad? Für die Magie. Leider muss keine Magieflaschen sammeln. Warum auch? Ah, das Ende. Aua. Komm, Zelda. Einfach laufen. Ist egal. Ist egal. Das zahlt sich aus. Komm. Da. Ist das helle. Das Licht. Aha. Weil er hat endlos Mana. Ach, deswegen kann er. Naja, in Skyward Sword erfahren wir ja, wie mächtig sie eigentlich. Also. Aber ich freue mich schon auf Skyward Sword irgendwie, auch wenn ich keinen Bock habe auf diese ganzen Schattenebenen. Keine Ahnung, Geisterversion-Dinger. Hört mal, wie der Controller schnurrt. Hört man so? Kann hier mal so an dem. Und ich leg ihn hier einfach mal hin. Boah! Jetzt geht er ab, der Controller. Immensiv. Ich habe immer gesagt, das sieht aus wie so eine Torte, die zusammenfällt. Keine Ahnung. Finde ich auch so geil, wie das einfach aussieht.
Ui. Das war Ganons Schloss. Übrigens, ist vorüber alles. Schön. Der Platz sieht so ein bisschen aus wie aus Breath of the Wild, da wo Dumpster seine Stadt baut. Hier, ich weiß nicht, wie die Stadt hieß. Aber so sieht ein bisschen so dieser Platz aus. Da gibt es Gerüchte, dass es eventuell derselbe Ort ist. Also, beziehungsweise, dass es dahin geteleportiert wurde oder so. Also, wir werden ja anscheinend jetzt doch endlich erfahren, warum bestimmte Landmassen woanders sind, als sie ursprünglich. Was? Tut mir leid, dass ich dir den Kampf nicht helfen konnte. Alles gut. Hab dich sowieso nie gebraucht. Selten brauche ich dich. Ja, da ist doch was zusammengefallen. Ist alles gut, Link. Jetzt mach dir keine Sorgen. Alles gut. Alles ist gut. Oh nein, ein Feuerkreis. Da hat wohl jemand die Gasleitung nicht zugemacht. Oh nein. Er lebt. Und er ist sehr wütend. Und er hat immer noch ein Triforce-Fragment. Das sieht aber auch immer auf der Hand aus, weil ja nur ein Ding leuchtet. Aber sind ja alle drei drauf, ne? Als würde wie so ein Sticker-Album. Ich brauche nur die anderen zwei. Und er entwickelt sich zu Ganon. Einfach Ganon, ohne Untertitel. Er braucht keine keinen Zusatzname. Oh nein, das schwer. Das kommt schon gut. Diesmal hat er keine Macht mehr über mich. Wir kämpfen gemeinsam. Übrigens dachte ich immer, das ist ein Drache, das ist ein Schwein. Also hier, ich wusste, ich kannte vorher nur Ocarina of Time, ne? Da, Master Schwert ist weg. Meine Kleidung ist auch weg. So ist es eigentlich ganz easy. Wir müssen eigentlich nur das Ding da hinten anvisieren und. Wir müssen einfach nur seit Schwengel abschaffen. Mehr müssen wir gar nicht machen. Zelda, alles gut. Ich glaube, der wird sogar ein bisschen kleiner, weil man kann auch durch die Beine so viel Eis rutschen. Übrigens ist diese Version auch bei Smash Ultimate sein nennt sich das? Das Smash-Angriff? Irgendwie. Ich sehe übrigens nur die Hälfte. Falls ihr euch wundert. Also ich sehe wirklich nur einen Teil, weil das echt dunkel gerade ist. Ich glaube, ihr seht ein bisschen mehr. Ich finde, das macht gerade den Reiz ein bisschen auf. Es ist immer kacke, dass der den Kopf noch zusätzlich anvisiert. Hui! Nett. Brauche ich noch. Genau, und somit kann man den noch mal ein bisschen stunnen. Und das war's. Was? Das Master Schwert! Es ist hier! Schnell! Also, das war Phase 1 bisher. Zelda, der Weg ist frei! Wir können gehen! Kann ich hier weggehen? Oh, hier ist keine Brücke. In Ultimate ist es doch die Ganon-Gestalt. Ja? Ich dachte, in Twilight. Das war in den alten Teilen. In Ultimate ist, meine ich die. Aber auf jeden Fall gibt's den. Gegen den kann man ja auch im Story-Mode kämpfen. Hallo! Oh, jetzt rastet der komplett aus. Ist nicht mehr Herr seiner Sinne. Benutzt. Hallo? Hallo? Und wir sind tot. Es beginnt der Link to the Past. Oder auch nicht. Und wie gesagt, wir können auch durch die Beine durch. Aber der ist nicht kleiner geworden. Wo war das denn, dass der kleiner ist? Oh. Sieht
zwei Herzen ab. Oder habe ich mich gerade verguckt? Und das war's jetzt aber wirklich. Phase 2 und die Nase. Sie besiegt im Prinzip die Brace of Steel oder hält sie fest. Ich versuche gerade nur mit einem Kampf zu, mit meiner Kraft zu warnen mit einem Kampf. Nimm das Schwert und versetzt ihm den Todesstoß. Alles gut sein. Lass den Grenzen. Und ich will jetzt niemanden zu nahe tun. Das ist doch wirklich so. Ui! So, Leute. Und. In die Schnute rein. In der Manga-Version übrigens schneidet er den in die Hälfte durch. Also von oben nach unten, nicht von links nach rechts. Oder sechs Weisen, irgendwas, keine Ahnung, band ihn, keine Ahnung, ich hab's nicht gelesen. Weil ich zu viele andere Sachen erkennen sollte, aber wollte, die nicht canon sind. Ja, schaffe Hyrules! Also Dinairo und Ferrore. Öffnet das versiegelte Portal und schickt diese Kreatur des Bösen in den Abgrund der Hölle! Ich glaube, wir sind jetzt wirklich fertig, ne? Jetzt können wir auch nichts mehr drücken. Jetzt ist ja wirklich nur noch Endcutscene. Und das ist das erste Mal, dass ich in der Aufnahme. Das wäre eine schöne Sache. Was sitzen und genießen. Ein bisschen noch lesen. Au. Oh. Du widerlicher. Ja, was widerlicher? Ich verfluche dich. Wir sind schon verflucht. Das passiert schon in Skyward Sword. Zelda, ich verfluche euch. Ihr Weisen. Ach, nur Schlink, okay. Dick ist ja egal. Werd ich ja nur besiegt. Ich verfluche dich, Bass. Ach so. War schön, dass mein Name jetzt klein geschrieben ist. Oh, eines Tages werde ich dieses Siegel brechen. Ja. Dann werde ich eure Nachfahren auslöschen. War überhaupt schon angedacht, eine Fortsetzung zu machen? Weil im Prinzip spielt ja dann als nächstes nach dem Release A Link to the Past. Also ich glaube, das Spiel war auch angesehen als Vorgänger von Dings, ne? Solange das Fragment der Kraft in meiner Hand ist. Okay. Okay, ich habe das nochmal im Video auf YouTube gesehen. Ist tatsächlich der aus OOT. Dann habe ich das mit Wii und... Ja, okay. Weil ich habe mich jetzt auch erst gefragt, als du es gesagt hast, aber ich war mir sehr sicher, weil ich gegen den gekämpft habe und der Kampf richtig kacke war. Also weil das auch im... so eine Mission ist. Danke, Bass. Dank deiner Hilfe ist es gelungen, den Großmeister des Bösen in das Reich der Hölle zu verbannen. Eigentlich musst du ja nicht Danke sagen. Weil ich hab's ja... Ist ja für alle. Also entweder knien alle vor mir nieder oder niemand. Und wird wieder Frieden herrschen in unserer Welt. Hoffentlich für alle Zeit. Ich bin schuld an all den Unheil, das über Hyrule kam. Ich war zu jung. Ich konnte noch nicht wissen, welche Fairnisse sich mir auftun würden. Das ist auch schon eine krasse Sache, ne? Der Krieg fängt sozusagen an, aber die sind noch nicht alt genug, um Ganondorf zu bannen. Und deswegen kann Ganondorf im Prinzip das ganze Land an sich reißen. Schon krass, ne? Also so, ja, okay, aber der kann sich das alles nehmen, wir warten halt noch ein paar Jährchen. Ich habe dich in all das hineingezogen. Hey, das war doch das Schicksal! Nun ist es an der Zeit, meinen Fehler wieder gut zu machen. Leg nun das Masterschwert aus deinen Händen und schließe so das Zeitportal. Okay. Die Verbindung zwischen den Zeiten sei für immer gelöst. Was? Gib mir die Ocarina. Okay. Kartell, was steht? Als einer der Weisen habe ich die Gabe, dich in die Zeit zurückzubringen zu können. Ah. Wieso kann sie das denn? Und in Majora's Mask können wir das dann selber? Bin ich denn auch ein Weiser? Also bin ich sowieso. Meine Eltern existieren nicht mehr, aber... Was hat das denn für ein Blick? Nun herrscht wieder Friede in Hyrule. Und nun ist es für uns an der Zeit, Abschied zu nehmen. Oh nein.
Die TV hat sich ihre Kraft auch erst mit 17 entwickelt. Ja, ja, stimmt. Stimmt. Aber da brauchten die ja auch erst die Kraft, ne? Aber es ist so, ich meine, dass die immer mit 17 die Kraft erst hat, ne? Geh nun, Bass, hole die verlorenen 7 Jahre nach. Gehe nach Heise. Dorthin, wo dein Platz ist. Als der du aufwuchst. Aber ich... Meine Lebens... Was soll ich jetzt wieder nach Kokiri gehen? Ins Kokiri-Dorf, wo mich keiner haben wollte? Ja, da gehe ich doch gerne hin. Und sie schickt uns in die Vergangenheit, damit wir unsere Kindheit nachholen können. Ist das nicht schön? Eigentlich ein sehr, sehr schöner Ansatz. Danke, Bass. Lebe wohl. Tschüss. Wir werden uns, glaube ich, nie wiedersehen. Aber wer weiß. Wer weiß. Ja. Das war Ocarina of Time. Da oben sehen wir die Eule. Ja. Also nochmal als Erinnerung für die Leute, die oder generell für die Leute, die es nicht ganz verstanden haben. Also die Zeitlinie Link ist jetzt weg, bedeutet, dass das Triforce des Mutes nicht mehr existiert. Es ist nur noch stückeweise in der Welt verteilt, beziehungsweise wird stückeweise in der Welt verteilt. Und genau das werden wir auch später in Wind Waker machen. Da gibt es keinen Helden und Link ist, der Junge ist eigentlich durch das Schicksal erst dazu gekommen, dass er halt später die Teile findet und somit der neue Held auch offiziell wird. So, und dadurch, dass er das Master Schwert tragen kann, selbstverständlich. Und jedenfalls Ganon kann sich da befreien und bla bla bla. Also das ist auf jeden Fall die Fortsetzung jetzt nach dem Zeitpunkt. Link reist aber gleichzeitig in die Vergangenheit zurück. In der Link dann zu Zelda geht, sagt, ey, der Ganon ist böse, böse, böse. Der Ganondorf halt. Der Ganondorf wird verbannt von den Weisen, was wir dann in Twilight Princess sehen, und zwar in das Schattenreich. Und das, was da weiter passiert, das erfahren wir dann in Twilight Princess. Und Link existiert dort ja und sucht dann aber nach Navi und geht deswegen in die verbotenen Wälder und dort trifft er halt das Horror-Kid, wie es Majora's Mask trägt, und dann passiert halt Majora's Mask. Ja, so ist im Prinzip die Zeitstränge und es gibt, das ist so, die Zeitlinien existieren halt beide, immer noch. Ne? Und die andere, und das ist halt ein Weg und dann gibt's halt noch eine komplett alternative Zeitlinie. Und das ist halt, wenn Link am Endkampf sterben will. Übrigens wurde, wenn ich das richtig verstanden habe, zuallererst die Credit-Musik gemacht. Und daraus wurde dann die ganze Musik gemacht im Spiel. Wenn ich das mal richtig... Ja, was kann ich zu dem Spiel sagen? Was soll man dazu sagen? Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich das Spiel aufgenommen habe. Also ich zähle jetzt auch die Let's Plays und so mit. Das erste Mal war ja, das war mein erstes Let's Play. Das zweite Mal, das war ein Let's Play Together. Das ist leider aus, was soll man das nennen? Es ist einfach abgebrochen worden, genau wie das erste, weil da gab es Probleme. Und den Spielstand vom ersten habe ich leider nicht mehr, weil die Karte, die N64-Karte, die funktioniert leider nicht mehr. Das Modul. Da ist der Speicher kaputt. Da ist eine Batterie drin und die Batterie ist leer. Ja, ich bin froh, dass wir das jetzt zum ersten Mal durchgespielt haben. Vielleicht machen wir irgendwann noch diese Flaschenquest so als Bonus-Stream oder so. Keine Ahnung. Wo wir uns mal so richtig aufregen darüber. Keine Ahnung. Ja. Aber ich finde, das ist eigentlich mal schön, dass wir es so abgeschlossen haben. Besonders halt die GameCube-Version. Die ordentlich am Ruckeln ist, warum auch immer. Theoretisch würde jetzt Majora's Mask auch kommen nach Release. Würde halt bedeuten, den würden wir eigentlich als nächstes spielen, aber dadurch, dass ja Skyward Sword in der Nähe ist und jetzt noch Hyrule Warriors kommen, werden wir das so machen, dass wir erst Hyrule Warriors zu Ende spielen, danach Skyward Sword 2D und ich denke mal, danach werden wir in den Metroid-Wahn versinken. Das heißt aber nicht, dass wir kein Zelda weiterspielen, denn das nächste Zelda-Spiel, wenn wir wieder Zelda spielen, abgesehen von Skyward Sword HD, wird höchstwahrscheinlich Majora's Mask auf der GameCube sein, in der Zelda Collector's Edition. Ja. Und irgendwann müssen wir natürlich auch noch Master Quest spielen von Ocarina of Time. Also es gibt Ocarina of Time in so vielen Variationen. Das ist schon krass. Wie Bigoron da am Tanzen ist.
Oh nein, die beiden sind traurig. Saria und Ruto sind weg. Eigentlich waren die Zeitlinien geplant, nur weil es die Fans es wollten. Jedes Zelda sollte für sich stehen. Ja, glaub auch, aber ich finde das schon krass, wie stark man die Spiele miteinander verbunden hat, von storytechnischen her. Also ich würde sagen, es gibt schon verschiedene Zeitlinien, aber zum Beispiel Breath of the Wild, habt ihr ja gesagt, spielt abseits. Also es ist im Prinzip das Ende von allen, aber gleichzeitig auch was komplett Neues. Also wirklich, es spielt abseits der anderen Timelines. Oder das Ende, das Letzte, was halt spielt. Also ich sehe das wirklich so, dass halt es verschiedene Timelines gibt. Es gibt einmal die der Sage des Four Swords, dann gibt es einmal die 2D-Timeline und dann also die restlichen 2D-Spieler mit A Link to the Past, so, das sind alle Weisen, schön. Mit A Link to the Past, Link's Awakening, hier die beiden Oracle-Teile, Zelda 1 und 2. Zelda 1 und 2 sind ja auf jeden Fall ein Sequel zu A Link to the Past, wie es scheint. Obwohl ich Zelda 1 und 2 eigentlich schon sehr differenziert betrachten könnte, würde. Deswegen, und die 3D-Teile rechne ich halt zusammen, weil da sind einfach zu viele Referenzen drin, die aufeinander aufbauen. Also abgesehen jetzt von Breath of the Wild. Also ich sehe wirklich Ocarina of Time, Majora's Mask, Twilight Princess, Skyward Sword und The Wind Waker. Und The Wind Waker hat ja reine, also wirkliche Sequels mit, übrigens, das liegt zurück, mit Phantom Hourglass, was wirklich eine direkte Fortsetzung ist. Und Spirit Tracks ist auch eine direkte Fortsetzung zu, also nicht direkte Fortsetzung, aber spielte, glaube ich, 100 Jahre später als Phantom Hourglass. Ja. Also ich muss sagen, ich finde diesen ganzen Zeitlinien-Dings eigentlich, fand ich das früher cool, weil ich mag so eine Strukturierung und da verschwindet leider nach. Wir sehen sie nie wieder. Ich finde es auch bescheuert. Früher mochte ich halt immer so eine Chronologie. Für mich muss alles miteinander stimmig passen oder Sinn ergeben. Das kannst du bei Zelda nicht. Und ich bin froh, dass die jetzt halt versuchen, wirklich eine, ja nicht eine Zeitlinie zu machen, aber dass die halt so ein versuchen, so, ne? Sind bei Nintendo. Ich mag das Endbild total. Also es ist das Endbild. Das Endbild. Denn jetzt kommt das Endbild. Nee, also ich finde halt Ocarina of Time geil. Ich finde, es ist halt ein super Spiel. Man kann es komplett separat von allen betrachten. Ich würde auch sagen, es ist differenziert von den anderen. Wie gesagt, Majora's Mask ist die direkte Fortsetzung und Twilight Princess und Wind Waker bauen halt extrem auf Ocarina of Time auf. Und Skyward Sword ist halt definitiv das Prequel dazu. Deswegen, ich würde wirklich diese Teile wenigstens zusammensetzen. Und ja. So! Deswegen, also ich muss echt sagen, Ocarina of Time ist immer noch eines meiner liebsten Zelda-Teile. Ich würde sagen, nach Breath of the Wild ist es mein liebster Teil. Und ja. Es war schön, es endlich mal zu Ende zu spielen. Und das war The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ende im Gelände!